Herzlich willkommen, liebe Zwillinge, zu eurem Monatsreading hier im Juli. Ja, ich begrüße euch hier. Wir legen hier eure Energien auf der gedanklichen Ebene, womit ihr euch auseinandersetzen müsst und was denn dabei letztendlich herauskommt. Mit den Lennemores fahren wir wie immer an. Kurz in eigene Sache, ich habe einen Thanks-Button jetzt unter meinen Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würdet ihr mir sehr helfen, da mal rauf zu klicken, und jeder kleinste Betrag, da freue ich mich riesig drüber, schätze ich wirklich sehr. Wenn ihr mich da unterstützt, würde ich mich echt freuen. Also müsst ihr mal schauen, wenn ihr das mögt, dann schätze ich das natürlich sehr. Ja, ich will da gar nicht weiter jetzt das ausführen, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt hier in die Klangschale einmal anschlagen, ihr geht bitte in eure Themen rein. Und dann beginne ich auch jetzt mit der Legung. So, für die Zwillinge. Juli. Da ist schon eine rausgefallen. Die gedankliche Ebene. Mental-gedankliche Ebene. Was ist mit den Zwillingen hier los? Womit setzt er sich gedanklich auseinander? Ein bisschen höher. Was zu hoch? Und real, womit setzt er sich real auseinander? Was steht an für die Zwillinge im Juli 2022? Eine Karte. Und was kommt dabei heraus? Neubeginn. Das sind mir jetzt zu viele. Nee, Moment, das sind zu viele, die hier runterfallen. Die nächsten Schritte, was kommt dabei heraus? So. Und eine Karte. Hier sind zwei raus, die nehmen wir dann auch. Kriegen wir das? Ich mache das mal so. Die nehmen wir dann so. So, wie sieht es denn bei euch aus, ihr Zwillinge, im Juli gedanklich? Ich sehe es hier tatsächlich so, dass mehr und mehr euer Selbstbewusstsein hier etwas schwindet, also mental. Ich sehe hier Kommunikation in der Mitte des Readings, wo ihr mit euch beschäftigt. Und zwar geht es darum, dass ihr hier in Kommunikation treten möchtet und ihr wisst, es wird schwierig. Vielleicht habt ihr euch von jemandem getrennt oder jemand hat sich von euch getrennt, wie auch immer. Es besteht kein Kontakt und ihr wart felsenfest überzeugt, okay, das war's, tschüss. Ja, und allmählich kommt ihr so auf den Dreh, also ihr werdet etwas schwach sozusagen wieder und möchtet hier wieder Kontakt aufnehmen und ihr wisst, es wird schwierig. Aber wir schauen jetzt mal mit den Tarots. Es kann natürlich auch für euer Gegenüber stehen, ja. Aber ich lege ja jetzt für euch und deswegen denke ich eher, das ist eure Energie, dass ihr so ein bisschen schwächelt hier, weil der Bär steht eben auch für Selbstbewusstsein, ja. Und das Kreuz dahinter, das allmählich so ein bisschen. Diese Meinung, die ihr da vertreten habt, wo ihr überzeugt wart, dass ihr da so ein bisschen einknickt und doch wieder in Kommunikation mit dieser Person treten möchtet. Wir schauen mal. Na, was haben wir denn da? Da haben wir einmal König der Münzen. Ich muss das hier mal ganz kurz mal ein bisschen um. Eine Karte bitte noch für die gedankliche, mentale Ebene für die Zwillinge. Und die 5 der Münzen, diese Mangelenergie. Wir kommen erstmal zu den König der Münzen. Das ist für mich, sind die Könige immer die Handlung, die man auch tut. Auf der gedanklichen Ebene hier, ups, so, da haben wir ihn. Heißt das für mich eben auch, dass es langfristig schon geht, dass ihr euch damit auseinandersetzt und jetzt zu einer Entscheidung gekommen seid, in die Handlung zu gehen und wieder auf den anderen zuzukommen. Das ist übrigens Archetyp des Vaters, also eher das Bedächtige, Langsame und das Stabile, und ihr habt euch lange Gedanken drüber gemacht und dieser Zustand ging lange und das möchtet ihr nicht mehr.
Und ihr wisst jetzt, weil die Münzen stehen ja auch für Stabilität, ja, es gärte lange in euch, ja, dass ihr euer Standing hier praktisch wieder zurückgeht und ihr das ein bisschen revidiert und da habt ihr euch lange, lange Zeit gelassen. Dann haben wir nämlich die 5 der Münzen. Das ist die Mangelenergie. Ihr seid hier lange wie diese Bettler hier um die Kirche rumgelaufen, habt gefroren, ihr habt gebettelt, aber ihr könnt hier auch reingehen. Nö, habt ihr nicht gemacht. Ihr seid rausgegangen. Und jetzt ist es so, dass ihr meint, nee, ich vermisse diese Person doch. Ich kann hier auch wieder zurück. Ich kann da reingehen, da ist warm, da ist gut. So kommt mir das hier vor, dass ihr das so ein bisschen revidiert. Es ist auch nicht schlimm. Also, ne, das ist einfach mal, hat man aus dem Affekt heraus, sagt man Dinge und im Endeffekt denkt man, oh, es war vielleicht blöd. Also war doch ganz gut, so wie es war. Es kann auch für euren Gegenüber stehen. Dreht euch das bitte so hin. Hier sehe ich auf jeden Fall, dass einer seine Entscheidung revidiert, weil dieses Selbstbewusstsein, ja, man ist in dieser Mangelenergie, das möchte man nicht mehr. Man vermisst hier was, ja. Und man hat da lange drüber nachgedacht. So, und hier haben wir ja auf der Realebene, hatte ich ja schon gesagt, diese Kommunikation, man möchte jemanden wiedersehen und man weiß, es ist kompliziert. Und das ist mit der Schlange eben auch dieses langwierige, komplizierte, ist wahrscheinlich auch schon länger her. Und da legen wir jetzt mal drauf. Was gibt es da noch sozusagen? So, da sind zwei rausgefallen, die nehmen wir jetzt auch. Bevor wir jetzt noch lange mischen. Die Karte hatte ich auch schon öfters im Juli. 9 der Stäbe, der müde Krieger, sage ich immer. Man möchte nicht mehr kämpfen, man hat genug. Aber man weicht, also man greift nicht an, weicht auch nicht von seiner Meinung ab. Man steht hier einfach und sagt, ja, so what, ne? So ist es. Ja, so what. Ich habe das mal gesagt, aber jetzt möchte ich da auch nicht mehr drüber diskutieren. Also, ne, das ist so eine Stillstandkarte letztendlich. Mal gucken, was jetzt draus wird. Ich bleibe hier einfach jetzt stehen und mal schauen. Man möchte hier nicht mehr diskutieren und gegeneinander kämpfen. Und dann habe ich eben 5 der Kelche. Man bereut das hier. Dieser Mann guckt auf die 3 Kelche und bereut einfach, dass die nicht mehr da sind. Und man kann die sich umdrehen, da sind 2. Und so nehme ich das auch wahr. Da ist wahrscheinlich viel kaputt gegangen, was einen auch verletzt hat. Aber man kann wieder aufbauen und man möchte das nicht mehr betrauern. Ja, man möchte nicht mehr kämpfen, man möchte nicht mehr trauern. Das ist so ein bisschen diese Selbstmitleidskarte. Da möchte man raus. Da raus. Um die Kirche laufen. Es ist kalt und man möchte nicht mehr jammern und man möchte nicht mehr traurig sein. Man möchte sich umdrehen und die 2 Kelche habe ich ja hier noch. 3 sind umgefallen, aber die 2, da können wir wunderbar noch was machen. Und das ist ja auch 2, sind ja 2 Kelche, die Partnerschaft. Und was da auch immer passiert ist, möchtest du wieder aufbauen. Und man weiß, man ist hier bei Null. Man fängt hier praktisch erstmal wieder an. Und das weiß, man weiß einfach, es wird kompliziert. So, jetzt kommen wir zum Outcome. Interessant. Ich sehe den Anker hier als Festhalten an einem Neubeginn, das Kind, eine Entscheidung. Man trifft diese Entscheidung, man trifft aber drauf, man wird hier noch diskutieren. Also das ist erstmal das, was jetzt ist und das, was kommt. Man hält hier an diesem Neubeginn fest. Du oder dein Gegenüber oder ihr beide. Man entscheidet sich noch dran festzuhalten, dass man hier wieder von vorne beginnen kann. Und man wird darüber sprechen, diskutieren, vielleicht auch streiten. Aber es findet wieder Kommunikation statt. Und da lege ich jetzt drauf. Auf die. Was denn wird denn daraus? Da haben wir den Teufel. Es könnte ein Steinbock sein. Aber dann möchte ich noch eine Karte. Die beiden nehmen wir erstmal hier. Mal gucken, ob wir noch eine dazu nehmen. Jo, der Teufel geht um Abhängigkeiten, Anker, man hält fest. Es kann sich um eine ungesunde Beziehung hier halten, ja, handeln. Es hat ja auch immer einen Grund, warum man sich hier getrennt hat. Das darf man ja nicht vergessen. Aus irgendwelchen Gründen war es ja mal vorbei und jetzt wird man wieder schwach. Das ist ja auch, ne, der Teufel, man ist dem so verfallen. Das ist die Karte, man ist diesem Menschen so verfallen.
Man hält dran fest, weil das ist ungesund, ja. Die Liebenden wäre frei, das wäre eine Beziehung auf Augenhöhe. Ist aber auch diese Karte der Obsession, ja. Es ist auch, aber auch eine Karte der Leidenschaft, also diese Anziehung. Das ist ja, müsst ihr schauen, ja. Im Prinzip ist die Karte des Teufels, man fühlt sich schon sehr diesem Menschen angetan und deswegen möchte man auch da wieder kommunizieren. Ist konfliktbeladen, also das wird nicht einfach so sein. Ne? Dafür ist wahrscheinlich zu viel passiert. Und dann habe ich der Gehängte, ist auch, glaube ich, fast bei jedem Reading, das könnte mit einem Fisch zu tun haben, aber hier, einer von euch muss die Perspektive hier wechseln. Man hängt so lange, bis einem der Kopf platzt und dann merkt man, nee, so die Lage ist nicht gut und diese Mangelenergie ist nicht gut und dieses Betrauern ist nicht gut. Hier findet ein Perspektivwechsel statt, entweder von dir oder deinem Gegenüber, dass man hier wieder von neuem zumindest anbandeln will. Die Frage ist, tut einem dieser Mensch hier gut? Ist diese Beziehung gut für euch? Oder seid ihr einfach abhängig und müsst euch erstmal daraus lösen? Ich sehe es so, dass ihr erstmal wieder aufeinander zukommt, dass ihr oder dein oder beide dran festhaltet. Und erforderlich ist aber trotzdem diese Abhängigkeiten auf ein gesundes Maß hier zu bringen. Ich lege noch mal eine Tarotkarte. Ich will euch hier jetzt nicht das stehen lassen. Eine Karte noch mal hier auf den Teufel und auf den Perspektivwechsel. Und hier noch eine Feld. Jo, da haben wir vier der Stäbe. Das ist natürlich die Hochzeitskarte, ne? Also man bekennt sich hier zueinander. Vielleicht ist diese Anziehung auch echt zu groß beiderseitig, dass man das versucht und dass jetzt hier alles zum Guten wird. Ja, vier der Stäbe ist natürlich eine tolle Karte, ne? Man bekennt sich zueinander, man feiert, man möchte es kundtun. Ihr wisst selbst, um was es bei euch und eurem Gegenüber ging. Wie ihr da steht, wie der andere steht, wer abhängig ist, ob man diesen Perspektivwechsel schafft oder ob da mehr dahinter steckt. Auf jeden Fall, das ist eine gute Outcome-Karte. Manchmal geht es auch nur um Sturheit, ja, dass man nicht nachgeben möchte, aber ihr wisst das selber. Und dass man das hier wirklich, dass man einfach merkt, dass man noch sehr aneinander hängt und dann in der Lage ist, auch an die Dinge anders zu sehen, ja, den anderen zu verstehen. Vier der Stäbe ist jedenfalls ein tolles Outcome. Ich bekenne mich dazu, zu dir. Und man hält an diesem Neubeginn mit diesem Menschen fest. Wenn ihr damit resoniert, müsst ihr mich anschreiben. Dann gucken wir auf diese Situation, wie das hier weitergeht. Ich kann hier nicht endlos jetzt liegen. Dafür seid ihr auch zu viele und da muss man auch auf den Menschen legen, mit dem ihr es zu tun habt. Aber das ist erstmal so, dass man kommt hier auf jeden Fall erstmal wieder zusammen. So, jetzt muss ich, Entschuldigung, einmal niesen. Mich hat es etwas erwischt. So, eine Liebesbotschaft noch. Was gibt es denn hier noch? Die ist gleich rausgesprungen. Auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in den allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig wird. Ja, es ist schon eine Beziehung hier, die sehr, ja, nicht mal eben so ist, ja. Das meine ich. Vielleicht fehlte es auch an Respekt von dem einen oder den anderen oder von euch beiden. Aber man scheint hier viel verstanden zu haben. Das kommt mir hier so durch. Was vielleicht, woran es lag, was falsch war. Mit welchem Sternzeichen haben wir es denn hier zu tun? Da haben wir einmal den Schützen. Könnte es mit deinem Schützenenergie, Feuerenergie könnte es hier zu tun haben. Ist ja auch die Überzeugung. Jupiter steht für die Überzeugung. Wovon bin ich überzeugt? Von dir, von dieser Partnerschaft. Planetarisch, die Sonne, das Glück. Könnt ihr mit deinem Löwen zu tun haben, ja? Kann auch sein. Das findet jetzt alles hier im Sommer statt. Auf jeden Fall ist es eben auch die Sonne. Das pure Glück, die Erfüllung dieser Beziehung. Und jetzt nur noch zum Schluss eine Zeitkarte.
Auf den Perspektivwechsel, ja. Oh, Zwillinge, eure Karte. Suche den Austausch. 3 Wochen, 3 Monate. Ja, ihr müsst drüber reden. Ihr seid Kommunikation, die Zwillinge. Ihr müsst euch austauschen. Ihr könnt es nicht. Ihr müsst drüber reden halt, ja. 3 Wochen, 3 Monate. Von jetzt an. Ja, das wäre ja jetzt im Sommer, ne? Im Juli noch. Dass ihr euch dazu entschließt, hier. Die Kommunikation hatten wir ja, dass das dann auch klappt. Ihr wisst, dass es schwierig ist, aber jemand geht auf den anderen zu und ihr werdet auf jeden Fall drüber reden. Das hatte ich ja auch mit dem Routen hier. Diskutieren, reden, austauschen. Wie, was war, was ist jetzt? So, meine Lieben, das war euer Reading für den Juli. Wenn ihr damit in Resonanz seid, sagte ich ja bereits, schreibt mich gerne an. Ich verlinke euch meine Seite, dann kommen wir da zusammen. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Sommer, einen tollen Juli. Wir sehen uns spätestens dann im August zu eurem Monatsreading wieder. Macht's gut, euer Löwenherz.